Der, oder? Habe ich nicht recht? Früher hatte ich die da kämpfen. Ong Bak 2. Herumgesucht und wieder da ein paar Scheine, außer da ein paar Scheine. Verpisst euch. Flying Headbutt, den Gast, die Geschichte frei erfunden. Oder beruht sie? Aber es war ein bisschen seltsam. Alter, ich hab Schädelweh, ich sieg nichts mehr. Hallo liebe Monkey Gang, willkommen auf unserem Kanal zu einem neuen Format. Wir haben uns gedacht, es passieren immer so viele witzige Geschichten in dieser Kampfsportwelt. Oft lustige Geschichten, manchmal auch ein bisschen traurige Geschichten. Wir wollen euch teilhaben lassen, deswegen werden wir euch jetzt immer wieder ein paar Real-Life-Stories aus dem Monkey-Universum erzählen. Viel Spaß! Also ich erzähle euch jetzt die Geschichte von meinem ersten MMA-Kampf. Und zwar da habe ich schon, ich glaube ich war 18. Ich habe eigentlich damals nur Boxen trainiert, ein Jahr lang, und nichts mit MMA zu tun gehabt. Und dann erst vielleicht 2 Wochen MMA oder so, und da gab es schon, dann ist der Tamerlan gekommen, der Dive, Gugino, und fragt mich, hey, Taco, magst du nicht in Deutschland kämpfen? Und ich sage, erst ich verliere, ich kriege sicher Uhr aufs Maul. Und hat er mich so lange gestichelt, bis ich gesagt habe, ja okay, passt, ich fahre mit, machen wir das gleichzeitig. Ja. Heute weiß ich, er hat mich gefragt, weil er hat sich gedacht, Akku ist sicher nicht so gut. Wenn er verliert und ich auch verliere, dann ist es nicht mehr so schlimm. Weißt du? Da sind wir halt schon zu zweit, dann ist er nicht alleine. Und ich habe damals, ich wollte eigentlich nicht Karriere machen und nicht einmal kämpfen, wirklich. Vielleicht irgendwann später, ich habe Zigaretten geraucht, jede Menge. Mir war das sowas von wurscht. Und ja, da sind wir nach Deutschland gefahren. Und irgendwann war die Aufwärmung und ich war so nervös. Ich war wirklich so nervös, unglaublich. Und ich kann mich erinnern, dass, wo ich im Käfig war und mein Gegner gegenüber stand. Mein Gegner war damals fast um die 30 und der hat ein Tattoo hier gehabt. Okay? Und ich war damals 18. Auf einmal sehe ich den Gegner und er schaut mich an, hat hier ein Tattoo. Und weißt du, früher war das so, also, da hat nicht jeder ein Tattoo gehabt. Einfach die Urhorten oder im Häfen, die Jungs haben Tattoos gehabt. Und er schaut mich an, so ein älterer Mann, das war schon ein Mann. Und mit dem, also ich war schon nur wegen dem Tattoo eingeschüchtert. Ja? Und da habe ich mir gedacht, Herz, was machst du hier eigentlich? Und da war schon, are you ready? Are you ready? Und erst, ich war so verloren und das war die Schlacht, das war die Urschlacht. Ich habe um mein Leben gekämpft. Alter. Wirklich, der Kampf war echt gut zum Anschauen, aber ich habe um mein Leben gekämpft. Und ja, wie gesagt, dann in der zweiten Runde habe ich dann in TKO im Stand-Up gewonnen. Ich bin rausgegangen. Ich habe am Heisel mich ankotzt, 40 Minuten Gehirnerschütterung. Ich habe ausgeschaut, als ob mich ein Traktor überfahren hat. Ja, wirklich, es war richtig schlimm. Und nur mal nebenbei, weißt, früher war das nicht so üblich, dass jeder einen Freund hatte, der schon gekämpft hat. Wenn du jetzt schaust, jetzt zur jetzigen Zeit in Wien, da hat jeder gekämpft. Der hat 2 Kämpfe, der hat Amateur dort und der hat 100 Ringerkämpfe und der hat da schon MMA-Fights und so. Früher hast du ja gehabt, vielleicht 2 MMA-Kämpfer. Was der in Wien, also es war nicht üblich, dass du Freunde hattest, die viel Kampferfahrung hatten. Damals hieß es Free Fight. Ja? Und wenn es da einen Kämpfer gab, weißt du, hast du so, okay. Und das heißt, du warst nicht so vertraut mit den Kämpfen wie heutzutage. Heutzutage, oh, ich will auch kämpfen. Weißt du, oh, die haben auch schon kämpft, ich will auch kämpfen. Jeden, den du fragst, der mit Kampfsport anfängt, jeder will kämpfen. Auf jeden Fall, das war meine Erfahrung. Ja? Mein zweiter Kampf war auch nicht anders. Mein zweiten Kampf habe ich weiter Zigaretten geraucht. Da haben sie mich gefragt, ja, Dako, willst nicht kämpfen, es gibt sogar Geld. Und was denn mit 19 so, wie viel Geld gibt es denn? 250 Euro. Taco war nicht im Training. Am Mittwoch haben sie mich gefragt, ob ich am Samstag kämpfen will. Passt, Taco geht, ich sag zu, Taco geht laufen von Pilgrimgasse bis Schottenring und wieder zurück. Das war mein Training. Alter, ich habe so aufs Maul gekriegt. Ich habe in der zweiten Runde Seitenstechen bekommen. Da habe ich gesagt, okay, Taco, das war's mit Zigaretten. Zigaretten weg, haben wieder Taco aufgehört. Also die Geschichte, die ich euch erzählen möchte, die zeigt ein bisschen, dass rundherum um einen Kampf ganz viele Sachen passieren können, die man von außen nicht mitbekommt. Das sind oft Sachen, die den Kampf beeinflussen, sowohl mental als auch körperlich in dem Fall. Und bei unserer Geschichte ist, im Nachhinein ist es witzig, in dem Moment war es nicht so cool. Und zwar war das vor 8, 9 Jahren vielleicht. Der Kämpfer, um den es geht, ist der Mato Cilic, der hat bei mir im Foxgym trainiert. Wir sind dort auf eine Veranstaltung gefahren. 6 Leute vom Foxgym sollten antreten an dem Tag. Das ist immer dann sehr schwierig, wenn man 6 Kämpfer hat. Wir waren 2 Coaches, das waren der Philipp Schranz und ich eben. Und es ist immer schwierig beim Aufwärmen, weil du kannst dich nicht um alle kümmern und einer geht raus, du musst den anderen aufwärmen und so weiter. Es war eine coole Veranstaltung, super cooles Publikum.
Auf jeden Fall, wir sind beim Aufwärmen. Der erste von uns, der Patrick, kämpft gerade. Ich glaube, es war ein K1-Kampf. Und Mato ist so der Übernächste und wir wärmen uns auf. Pads sind schon fertig. Wir ringen noch ein bisschen. Mato ist ein Standkämpfer. Sein Gegner war ein Brown oder Black Belt aus der Schweiz. Also am Boden sehr, sehr stark. Mato damals am Boden noch nicht so versiert. Kommt aus dem Thai-Boxen. Und wir haben beim Aufwärmen noch eben so Takedown-Defense ein bisschen gemacht. Double Leg, Single Leg. Und das Hauptproblem war, dass es war eine sehr kleine Garderobe. Also man hatte nicht viel Platz zum Sprawlen und so. Und wir haben schon viel gemacht und ich mache so einen Single Leg auf die eine Seite und dann denke ich mir, okay, passt, jetzt mache ich noch einen Single Leg auf die andere Seite. Mato verteidigt und dann ist das Aufwärmen abgeschlossen. Dieser eine Single Leg war zu viel. Ich gehe aufs Bein, Mato sprawlt wunderschön, steigt nach hinten mit dem Fuß. Auf einmal sagt er so, irgendwas ist komisch. Ich sage, was ist los? Er sagt, ich weiß nicht, irgendein Stich in meinen Fuß. Und er nimmt seinen Fuß, stellt ihn am Boden ab, drückt so auf den Boden und sagt, ich weiß nicht, irgendwas ist komisch. Gibt den Fuß vom Boden weg, auf einmal so ein fetter Blutfleck am Boden. Was? Warum blutet dein Fuß? Was ist los? Er setzt sich hin, ich schaue seinen Fuß an, ein richtiger Schnitt in der Sohle drinnen und es hat wirklich stark blutet. Und er dürfte beim Sprawlen, es war eine ziemlich kleine Garderobe eben und da war eine Bank und unter der Bank war so eine Metallleiste an der Wand. Und irgendwie hat er es geschafft, beim Aufwärmen sich dort seinen ganzen Fuß aufzuschneiden. Panik, ich versuche ihn zu beruhigen, sage, hey, na, schau, komm, wir machen das schon. Setz dich mal hin. In dem Moment geht die Tür auf und einer von den Veranstaltern kommt rein und sagt, hey Mato, du bist der Nächste, ihr müsst raus. Und wir so, nein, es geht nicht. Und er sagt, was ist los? Wir zeigen ihm den Fuß. Er sagt, was habt ihr gemacht? Wie ist das möglich? Der muss jetzt kämpfen. Dann ist noch der Sanitäter gekommen, die haben uns 5 Minuten Zeit gegeben. Der Sanitäter sagt auch, hey, das ist ein Schnitt, das wird nicht aufhören zum Bluten. Der kann nicht kämpfen. Konnte auch den Fuß nicht ganz belasten. Ich sage, na, wir machen das irgendwie, wir haben das irgendwie zampigt und so pH-haft rundherum gewickelt und es war jedem klar, das wird nicht halten. Wir haben dann noch so alibimäßig diese Knöchelschoner, was man beim Thai-Boxen hat, angezogen, damit man es nicht gleich sieht, dass da was nicht stimmt. Und uns war allen klar, das haltet nicht einmal eine Runde. Also in den ersten 5 Minuten wird das Ding so zum Bluten anfangen und der Kampf wird abgebrochen. Deswegen gab es nur eine Lösung. Wir haben gesagt, Mato, du gehst rein und du haust den Typen einfach sofort K.O. Du hast 1 Minute Zeit, hau ihn K.O., scheiß drauf. Und Mato sagt, ja, okay, passt, mache ich. Wir gehen raus, eben zu diesem Catwalk, zum Ring hin. Mato hat dem DJ vorher keine Musik irgendwie gegeben zum Abspielen. Und der DJ hat einfach so von sich aus, damals war gerade dieses Lied so im Radio immer von Pharrell und Daft Punk, Get Lucky. Und er hat einfach das Lied reingehaut und normalerweise Mato lässt sich immer Zeit beim Reingehen. Wir sind so schnell dort fast reingesprintet, weil wir gewusst haben, wir haben keine Zeit. Mato geht rein. Get Lucky, Pharrell Williams, die Leute freuen sich, gute Stimmung. Der Kampf beginnt, wir sind alle nervös, nicht wegen dem Kampf, sondern hey, hoffentlich haltet dieser komische Verband irgendwie. Mato geht rein, wartet nicht, gleich Kontakt und wirklich die erste Kombination. Es gibt irgendwo noch das Video und der Typ fällt um. Und im ersten Moment dachte jeder so, es ist ein komplettes Knockout. Also er ist wirklich so umgefallen, er war nicht ganz weg, das haben wir dann eh später gecheckt. Philipp ist mit mir in der Ecke und Philipp schreit, Mato, bleib ruhig. Und ich bin mir sicher, Mato wäre normalerweise ruhig geblieben. Aber durch das, was vorher alles passiert ist, Mato ist drinnen. Vielleicht hat er sich auch das Lied ein bisschen zu Herzen genommen, Get Lucky. Hat sich gedacht, okay, jetzt alles auf eine Karte. Springt rein, trifft den Typen auch noch, landet in der Guard. Der Typ war aber viel weniger angeschlagen, als was wir im ersten Moment gedacht haben. Und war halt ein richtig starker Bodenkämpfer. Mato am Boden noch nicht so gut. Und der hat dann am Boden 1 Minute ein bisschen herumgetan mit Mato, hat ihn dann gesweept und hat ihn submitted. Also es war kein Happy End. Es hat fast funktioniert in der ersten Minute K.O. Mato hat dann mit Submission verloren. Und es war ein cooler Kampf eigentlich. Es ist sehr viel passiert in diesen 1-2 Minuten. Leider kein Happy End für uns. Aber das sind solche Sachen, das weiß niemand, was vorher passiert. Ich glaube, sowas passiert auch nicht oft. Aber ja, uns ist es passiert. In Prozent, Markus. Wie sehr bist du schuld an der Niederlage? Also ich gebe mir wirklich auch ein bisschen Schuld daran, obwohl ich habe halt meinen Job gemacht. Ich habe halt einen Takedown gemacht, er hat es verteidigt und sich dabei den Fuß aufgeschnitten. Also das hätte ich gar nicht planen können. Aber natürlich hat man als Trainer immer ein bisschen so ein schlechtes Gewissen und denkt sich, hey, hätte ich besser aufpassen können, aber ich glaube wirklich nicht. Und der Mato ist mir auch nie böse gewesen und er ist mir heute auch noch nicht böse. Vielleicht, wenn du das siehst, Mato, es tut mir leid. Ich trage diese Schuld mit mir. In Prozent, Markus, weicht der Frage nicht aus. In dem Moment dachte ich so, es ist schon so 70, 80% meine Schuld.
Aber er hätte noch anders gehauen. Also er hätte auch gewinnen können. Also es war nicht ganz so. Ja, aber ich glaube, in dem Moment habe ich mich schon sehr schuldig gefühlt. Heute geht's. Du kannst mittlerweile damit leben. Auf jeden Fall. Sorry, Mato. Schwierig gemacht. Früher war das Kämpfen nicht so üblich. Du hast vielleicht... Ja, du kannst wieder anfangen. Erst du... Das andere erlebt haben, wo wir dabei waren. Irgendwas aus dem Kampfsport-Universum. Ich muss es nochmal machen. Du Leo! Aber wenn da ein... Erst Leo! Was war das jetzt da hinten? Irgendwas? Soll ich nochmal anfangen? Ja, das ist schon gut. Vielen Dank, dass ihr wieder dabei wart bei unseren Real-Life-Stories. Falls euch dieses Video gefallen hat, lasst kein Like da, schiebt euch das Abo sonst wohin und bis zum nächsten Mal. Spaß, bitte doch liken und abonnieren.